für das nächste Spiel im Europapokal. Das kann in diesem Fall nur Finale heißen, gesperrt werden. Freistoß durch Manfred Kaltz. Und das 1:0, ein Eigentor. Der Freistoß von Kaltz wurde abgefälscht. Das 1:0 nach etwa 20 Spielminuten. Die Wiederholung, der Freistoß abgefälscht von einem Spanier ins eigene Netz, 0:1. Oder 1:0 für den HSV, ganz wie Sie wollen. Memmering. Reimann, das 2:0, meine Damen und Herren, das 2:0. Torschütze Reimann. In diesem Augenblick hat der Hamburger Sportverein den Gleichstand erzielt. 2:0, das entspricht der 1:3 im Hinspiel. Die Chancen sind gewachsen, dass er trotz der klaren Hinspielniederlage doch noch das Finale in Amsterdam erreicht und die 62.000 Zuschauer sind aus dem Häuschen. 2:0 für den HSV. Torschütze Reimann. Eben noch gelobt. Er wollte uns nicht lügen strafen. Sein 2:0. Der HSV muss sich vor einem Gegentor hüten. Magath Volkert. Innen ist noch niemand. Erst jetzt das 3:0. Das 3:0, meine Damen und Herren. Ich muss gestehen, ich bin zutiefst überrascht. Das hätte ich dem HSV gegen diese klasse Mannschaft nicht zugetraut. Und auch Kuno Klötzer spendet begeistert Applaus. 3:0 in dieser ersten Halbzeit. Das ist wahrhaftig sensationell.